Hi zusammen, hier ist Pavel und heute gibt es ein neues Video. Ich bin jetzt gerade in Hannover am Leinerufer. Das Thema heute, ja, stellt euch gerade vor, ihr wurdet ausgesetzt mit der Kamera ohne Stativ und ihr wollt Langzeitbelichtungen machen. Was tun wir? Das ist natürlich ein ganz skandalöses Thema. Ja. Also ich war in so einer Situation nicht, weil ich schleppe alles mit. Aber es kann einem oder anderen passieren, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt kein Stativ mitschleppen, weil das ist mir zu sperrig. Ich möchte leicht wandern und vielleicht nur kleine Sachen mitnehmen. Zum Beispiel so eine kleine Systemkamera wie Sony Alpha 6000. Ja. Oder andere, also das geht im Prinzip mit allen. Oder ihr sagt, okay, einfach diese Abmessungen vom Stativ, die kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen, aber ich brauche trotzdem eine schöne Ablage zum Fotografieren. Und ich habe jetzt hier diese Bordüre gefunden, die gefällt mir ganz gut, aber die ist leider schief. Ja? Also das ist jetzt praktisch so ein Stack weiter runter. Also ich sehe jetzt gerade hier ein paar Enten, die nehmen wir heute mit, weil wir heute chinesisch essen gehen. Ja? Ja, was machen wir? Ich möchte jetzt eine Aufnahme machen, die horizontal ist, ohne diese Schräge. Ja, da habe ich einen Tipp für euch. Ich habe jetzt neulich beim Einkaufen bei Foto Gregor in Hannover so ein Ding entdeckt. Ja? Das ist Blackpod. Es gibt iPod, ja, und das ist Blackpod. Das ist im Prinzip eine etwas, sagen wir, fortgeschrittene Version vom Reissack. Sieht so rund aus, ja? Kann man zur Not auch zum Schlafen nutzen. Aber hier drin ist so eine Schraube. Das ist natürlich weniger schön, aber diese Schraube ist nicht umsonst da. Die ist dafür da, um die Kamera an dieser Schraube zu befestigen. Das ist Stativgewinde und kann man hier wunderbar reinschrauben. Ja? Und gut, also das ist beim ersten Mal vielleicht etwas umständlich, ja, aber wir können jetzt hier einfach drunter schrauben und so sieht das jetzt aus. Also Inhalt von diesem Sack ist streng geheim. Ich glaube, das ist irgendwas mit Kunststoff. Ja. Und jetzt kann ich diesen Sack so formen, wie ich will. Ich kann hier alles nivellieren, gerade ausrichten, das funktioniert fantastisch. Hier gibt es noch ein paar Gurte. Ich weiß nicht, wozu sie gut sind, wahrscheinlich für größere Kameras. Das ist im Prinzip eine etwas größere Variante. Es gibt von ganz klein für Kompaktkameras, dann mittel für Systemkameras. Aber ich habe mich entschieden gleich für groß, weil ich arbeite auch mit schweren Videokameras oder mit digitalen Spiegelreflexkameras. Und deshalb ist das natürlich von Vorteil. So ein Ding wiegt, ich weiß nicht, ich habe nicht gewogen, also ich schätze mal ein Kilo oder etwas weniger. Und ist wirklich sehr praktisch. Also ich habe das schon mal ausprobiert, auch beim Filmen. Sehr praktisch, ja, und gut, also Einzige, was mich hier ein bisschen stört, das ist diese Geschichte hier mit dieser Schraube, aber niemand ist gezwungen, diese Schraube zu benutzen. Man kann einfach so sagen, okay, Schraube, du bleibst mir hier ganz locker, ja, und ich forme erstmal diesen Sack hier und lege meine Kamera und die läuft nicht weg, ja. Falls sie weglaufen will, dann anschnallen. Das ist wie in der Psychiatrie, man wird halt in ein Zwangshemd eingepackt. Gut, das war natürlich sehr böse, aber ist egal, also so funktioniert das auf jeden Fall gut. Ja, also Blackpod, meine Empfehlung. Kostenpunkt übrigens, das ist die größte Variante, 39 Euro, ist nicht wenig, aber ja, warum auch nicht. Innovation kostet Geld und die Leute, die sowas erfunden haben, die haben meine Hochachtung, das ist wirklich eine gute Hilfe. Und wie gesagt, man kann es auch zum Schlafen nutzen, falls man irgendwo kein Hotelzimmer gefunden hat, dann schläft man einfach so auf der Parkbank mit dem Blackpod. Das ist sehr praktisch. Ein kleiner Zusatztipp von mir, ihr seht, also wenn wir das jetzt irgendwo hinlegen, ja, dann ist das unten dreckig. Nehmt immer so eine Plastiktüte rein und dann kann man natürlich auch in die Fototasche so ein Ding tun. Dann passiert im Prinzip nichts. Okay? Ja, das war's für heute. Heute gibt es keine Bildbearbeitung, weil vom Blackpod gibt es keine Bilder, die ich bearbeiten muss. Beziehungsweise es gibt schon Bilder, man kann Langzeitbelichtungen machen. Aber das ist ein Thema, was ich euch etwas später präsentieren werde. Auf jeden Fall diesmal ungewöhnliche Stative. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, ja, schaut bei uns im Channel, da gibt es sehr viele Videos zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung, Videoproduktion neuerdings. Ja, das ist auch ganz wichtig, weil Foto und Video, das verschmilzt immer mehr und man hat immer mehr Spaß. Ich sehe bei meinen Kollegen auch, die machen jetzt nicht nur Fotos, sondern auch Videoproduktionen und die mache ich jetzt natürlich auch mit Erfolg. Wir haben schon
gute Kunden, die wir beliefert haben mit Imagevideos und so weiter. Und falls ihr Interesse habt an Imagevideos, dann sagt Bescheid, ja, wir können darüber sprechen. Okay? Ansonsten Videotrainings, Workshops, Fotoreisen, alles auf meiner Homepage. Einfach vorbeischauen, Newsletter abonnieren und wir sehen uns nächsten Freitag. Ich freue mich auf euch, wünsche euch alles Gute, macht gute Bilder und seid brav. Ciao.